Hi! Desert Storm. Sollen wir mal ein bisschen Stick Present machen hier? Dann machen wir mal. Draußen ist ein Köter, ne? Der macht hier Radau, das glaubt ihr gar nicht. So, wir werden jetzt hier so ein bisschen nach links gezogen. Aber nicht so schlimm wie bei MGU1. Das war ja... Ich habe so ein bisschen Schiss vor den Büschen hier, weil ich immer denke, wenn du da reinspringst, dann bist du tot. So Instant Death, das machen wir hier gerne. Obwohl, so schwer war es ja bisher nicht, ne? Bin ja ganz gut ohne Safe States hier durchgekommen, ne? Wollen wir mal sagen. Wer stapelt eigentlich die Kisten so? Das funktioniert so gar nicht. Ja, ich muss aber nochmal in die Vorschule gehen. Verpiss dich, du Sackfalte. Okay, okay, okay. Easy, easy. Yeah! Dass der da auch immer so dämlich im Eingang stehen bleiben muss, ne? Ich habe aber das Gefühl, dass durch dieses Stampfen die Hitbox für Gegnertreffer gerade nicht so cool ist. Weil manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich hätte ich die getroffen, aber... Aber dann nicht. Nur so nicht. Ja. Yes. Exit! Ja, ich hab's geschafft. Ich bin wieder zu Hause. Kurs clear. Oh ja. Oh, ich will mal meine Tante in Jutta in Wuppertal grüßen, ne? Weil die mag das. Sie guckt sich das auch an hier. Ich hab gar keine Tante. Jutta! So, Tante Jutta. Alles Gute und Prost. Ach ja. Oh, was ist hier denn los? Ja. Fühl mich gerade wie so eine Ratte hier, ne? Ich kann mich... Ah, wenn ich nach oben drücke, wäre ich groß. Und wenn ich nach unten drücke, wäre ich klein. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Oh ja, schieß doch einfach mal über die ganze Karte da, du Arsch. So, je weiter nach rechts, desto besser, denke ich mal. Mal wieder groß. Mal wieder klein. Und Stick Present hier. So, runter. Ja. Das wird so nix. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Yeah. Oh. Warum kommen die da alle mit ihren Flämmchen? Warte. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Hallo. Ulf. Sag ich doch, dass ich das schaffe. Ja. Hat er. Ach, ich kann mich ja gar nicht ducken, wenn ich schon klein bin, ne? Ach, guck mal, die kann man sogar umbringen. Ist aber echt schön gemacht, ne? Diese ganze Optik erinnert mich so ein bisschen an diese Mickey-Maus-Spiele für Super Nintendo, die es da gab. Da ist er wohl in Sicherheit selbst, der drin vom Boss. Ach, er ist es. Ja, wirf, komm. Oh, Lieblingsboss. Da haben sie aber irgendwie eine kurze Zündschnur, ne? Komm, schmeiß jetzt. Yay! Je kleiner die Plattform, wo er drauf ist, desto besser. Ach, zum ersten Mal getroffen. Das ist doch schön. Oh ja. Irgendwie ziehen mich aber hier diese Explosionen jetzt nicht so wirklich blank. Hätte eigentlich gedacht, dass es... Nö. Die zählen nicht. Die existieren eigentlich gar nicht. Die sind... Ach doch, doch, die existieren doch. Wie nichts gesagt haben. Oh, schön mit dem Arsch. Yay! Muss schon, wenn, dann nach oben stehen, ne? Und dann einfach nur so einen Presenter rausholen. Und los geht's! Nochmal. Guck mal, der ist rot, der ist gefährlich. Der ist heftiger als die anderen. Yeah, sag ich doch. Der reißt es. Geschafft. Clear, ey. Das heißt, wir haben gewonnen. Zu Deutsch. Okay. Machen wir mal weiter hier in die 3. Grand Canyon. Pirate Ocean. Das klingt super. Da bin ich doch zu Hause. Guck mal, selbst der Hintergrund ist jetzt blau. Mario zum Glück nicht, deswegen steuert er sich auch noch ganz, ganz gut. Swimming Lessons, oder was stand da? Och, wie süß. Guck mal hier. Kann man nicht angreifen, das Vieh. Scheiße. Was sind das für... Hallo? Das war so eine Riesenratte. Aber irgendwie ist das ja knuffig, ne? Kneppe Knopfze.
Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, was ich hier berühren darf und was nicht. That's what she said. Guck mal hier, jetzt hier hin. Und dann sagt das Schild auch noch, wir sollen nach rechts gehen. Diese fand ich immer unsinnig. Wo soll ich denn sonst hin, denke ich mir dann immer. Na, links ganz bestimmt nicht. Hallo, ich bin unter dem durch. Der ist bei mir unten durch. Was ist das denn jetzt? Hallo, Slowdown. Ach, das sind solche Fässer. Die werden dann runtergepusht. Erstmal down pushen hier. Was soll denn das mit den ganzen Slowdowns hier? Ja, ab aufs Piratenschiff. Exit. Dann wissen wir ja gleich, was hier los ist. Auf der nächsten Karte. Alles voller Pirates. Die alle versuchen, mich umzubringen und fressen. Und dann machen die da ganz dreiste Sachen mit mir. Lesion. Aquaruine. Ach, das ist doch... Oh. Ach, das ist eine Remix von Donkey Kong. Aquatic Ambience. Ach ja, wo soll ich denn hin, Mensch? Ja, ja, mach mal die Hitbox ein bisschen kleiner. Ich wurde gerade schon gefletscht. Mann, sieht aus wie so eine Hand, ne? Als wenn ich dem mal so einen richtigen Handshake machen könnte. So. Wie bei Obelix damals, bei diesem Briten. Oder Briten, ne? Briten, ne? Ja. Oh. Darf ich denn das überhaupt aufmachen? Ja, selbst unter Wasser geht das. So Ruinen sind ja ganz fesch, aber ich habe das Gefühl, dass es mit Wasser so schwimmen und so weiter ist nicht so mein Ding. Meistens ist es übrigens so Level Welt 3, die was mit Wasser macht, ne? Ist euch das mal aufgefallen bei so Nintendo-Spielen? Ja, Welt 3 ist Wasser, meistens. Überleg mal. Hallo! Ich wurde einmal getroffen, was soll das denn? Wieso blinkt der nicht länger? Also das war zum Beispiel... Ja gut, bei Super Mario World war es jetzt nicht, da war nur ein Wasserlevel dabei, der Rest war eine Höhle. Aber zum Beispiel Super Mario Brothers. Ja, da war es so. Super Mario Land war es nicht so. Das ist ein schlechter Vergleich. Aber hier, Banjo-Kazooie, da war das so. Da war ja diese Clankers Cavern, das war ja... Welt... 3. Treasure Trove Cove sehe ich jetzt nicht so als Wasserlevel an, weil wenn du ins Wasser springst, kommt der Hai und versucht dich zu fressen. Das ist für mich kein Wasserlevel. Guck mal, die Pirates hier. Pirates are in this year. Yeah. Gut, dass ich damals rausgefunden habe, wie man sich anzieht. Das ist richtig gut. Da bin ich ja froh, immer noch. Ah! Captain Hook! Mit seiner Riesenpranke hier. Versucht mich umzufrickeln. Boing. Yeah. Und guten Tag. Guten Morgen. Yeah. Ich liebe es ja, wenn man so auf verschiedenen Gegnern immer drauf springt, ne? So hintereinander, so eine Line macht. Und dann kriegst du ja am Ende noch ein extra Leben dafür. Das ist für mich die ultimative Belohnung in Super Mario World. Ultimativ. Jetzt hier? Achso, entschuldige wegen dem Safe State, aber ich hasse Blind Jumps. Die hasst doch jeder. Und normalerweise sind die auch nicht drin. Sollte man nicht machen. So Blind Jumps gibt's ja gar nicht mehr, ne? Also, wenn man mal so überlegt, so neuere Jump'n'Runs, die haben ja keine Blind Jumps mehr. Weil man da ja überall hingucken kann. Das ist ja 3D. Theoretisch. Theoretisch. Ach ja, übrigens noch eine Sache, die ich erzählen wollte. Mittlerweile, ich habe ja gesagt, bei Smash Brothers, wenn die da mies implementieren, na, dann können die Nintendo dicht machen. Und die haben jetzt... Ach du Scheiße. Oh nein. Und dann noch diese Mucke dabei. Klasse. Auch natürlich draufspringen kann ich nicht auf der Vieh. Yeah. Hey. Hilfe! So, jetzt ist aber auch gut. Und jetzt? Achso, jetzt ist kaputt. Ich habe gerade ein paar Slowdowns. Warum auch immer. Das hört ihr ja auch an der Musik. Was soll denn das schon wieder?
Ja, jetzt sind diese Mies da drin. Ich glaube, wie die das gemacht haben, war auch noch das Beste, was sie daraus hätten holen können. Und besser geht's eigentlich nicht. Wenn die da so ein eigenes Moveset haben und der Mii als spielbarer Charakter ist ja im Prinzip in Ordnung. Kann man machen. Ist jetzt nicht so, dass ich mich... Was ist denn jetzt los? Ja, danke nochmal an Norton an dieser Stelle. Kann man auch still machen. Muss aber nicht. Ich weiß nicht, ich freue mich auf das Spiel. Und da habe ich irgendwann mal... Das war auch so geil. Da habe ich nämlich jetzt was hingeschrieben, als Nintendo of Europe oder Nintendo Germany gesagt hat, dass das Release von Super Smash Bros. Für den 3DS am 3. Oktober ist, ne? Das heißt also, können wir das kaufen bei uns am 4. Weil 3. Oktober, Feiertag und so weiter. Na, da war was, da klingelt was, ne? Ja, ja, ja. Und dann kommen die ganzen Stick-Presenter hier und haben das Spiel schon am 2. Oktober durch und dann kann man das nicht let's playen. Das ist schön. So ist das. Hallo, willkommen auf YouTube. Wir haben hier alles von Menschen, die... Ja, 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 ja. Die nicht mehr aus Spaß an der Freude hier was machen. Nur um... Ne? Ihr wisst schon. Naja, und... Was ist das denn für eine Muff hier? Hallo? Was machen wir einen Presenter hier? Was ist denn los? Hallo? Wieso kann ich die nicht angreifen? Ach so, was ist mit Eier jetzt hier? Oh Gott, das safe-sate ich mich durch. Das ist unfair, wenn man es von vornherein nicht weiß. Okay, jetzt haben wir... Oh. Ich habe schon immer einen Presenter rausgeholt hier. Jetzt komm. Machen wir Ball-Present hier. Ja! Yeah. Scheiß Physik! Hau ab! Nein, nicht auf die Ringe! Oh, Gott, ist das nervig. Oh. Hier, nochmal ein Presenter jetzt, komm. Mehr, 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 mehr. Mehr, mehr, mehr. Oh ja, geschafft. Und das Ei schmeißen wir gleich mal weg. Das hätte auch ohne Safe jetzt ganz locker geklappt, aber... Ich wurde so überrascht von dieser guten Frau mit dem dicken Make-up, dass ich das nicht konnte. Tut mir leid. Grand Canyon geschafft, Pirate Ocean geschafft, jetzt kommt Ice Age. Yeah. Hui. Und rauf da. Hallo, ich bin der Mario. Hey, Luigi. Oh Gott. Muss euch nicht sagen, dass ich die Dinger immer schon doof fand, ne? Er springt bestimmt, ne? Ja, natürlich. Was erwarte ich eigentlich? Ja, 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 ich hab so... Das ist aber so eine schöne Optik. Ich habe immer das Gefühl, dass es unglaublich schwierig, diese Yoshi's Island Sachen so zu implementieren, dass das wirklich auch schön ist und saftig aussieht. Aber das ist ja hier, das sieht gut aus, das finde ich schön. Die sehen hervorragend aus. Oh, Matti, hör mal auf so zu reden, das ist scheiße. Yay. Das ist so schön. Ah, Level dauert aber ein bisschen lange, ne? Okay, das haben wir hingekriegt. Runter, runter. Oh, hier ist noch ein bisschen Leben, aber das bringt nichts. Hier ist ja entweder tot oder... Oder gar nicht, oder am Leben. Deswegen so Ergebniskosmetik da irgendwelche Herzchen sammeln und so weiter, das müssen wir nicht machen. Das ist doch ein schönes Schlussbild hier mit Exit und so weiter. Wäre, wäre, wäre. Aber ich versuche noch ein Level. Snow White Hill, Slippery Athletics. Ja. Oh. Für mich ja jetzt schon doof, ne? Hallo. Ja, würde schon sagen, rutscht man hier nicht, aber hier rutscht man wohl. Oh, Leute. Leute! Das ist hier... Ach, komm schon. Komm jetzt mal runter hier. Mach einen Presenter jetzt. Oh! Ja! Dicke Knödelblume hier. Scheiß Pinguin!